Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, ihr seht's, aus gegebenem Anlass möchte ich ein kurzes Video dazu machen, wie man das Nuki Smart Lock resettet, auch wenn es noch nicht in der App integriert ist, und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ja, einige von euch kennen es vielleicht schon, es ist kein Problem, das Nuki Smart Lock zurückzusetzen, wenn ihr bereits in der App seid. Ihr seht es hier, wenn ihr das Schloss nämlich eingebunden habt, habt ihr natürlich hier immer eure Übersicht, ganz unten Smart Lock löschen, und dann könnt ihr das einfach über die App machen. Es gibt natürlich auch manchmal den Fakt, dass das Smart Lock nicht eingebunden ist, warum auch immer. Ihr habt ein neues Schloss bekommen und es lässt sich nicht direkt einbinden und wollt es sicherheitshalber einfach nochmal zurücksetzen, und auf Anhieb findet man dazu leider keine Lösung. Ich musste ein bisschen suchen, bis ich es rausgefunden habe. Und das möchte ich euch an der Stelle kurz zeigen. Ihr geht einfach hier auf die Seite, und in eurem Fall wird es wahrscheinlich so sein, dass ihr einen Teil der Menüpunkte hier noch nicht habt, weil es eben neu einstellt. Ihr müsst lediglich hier auf Hilfe klicken und schon habt ihr hier oben die Auswahl, das Smart Lock zurückzusetzen. Dazu wählt ihr einfach aus, Smart Lock zurücksetzen, bekommt jetzt hier die kurze Anleitung, wie ihr das Ganze machen müsst. Im Endeffekt einfach das Smart Lock ausbauen, und ihr müsst, um es zu resetten, den Knopf gedrückt halten und dann die Batterien einfügen. Dann leuchtet hier der obere Teil, und das ist eigentlich schon der ganze Trick. Nur eben dieses Menü Hilfe und dann Smart Lock zurücksetzen ist nicht so auf den ersten Blick ersichtlich, und dementsprechend wollte ich das an dieser Stelle kurz ansprechen. Ja, das war es an der Stelle eigentlich auch schon. Dementsprechend, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video.